Jeder, der einmal den Arztberuf ausüben möchte, ist irgendwann in der Situation, der erste Dienst steht an. Ob es jetzt ein 8-Stunden-System ist, ein 12-Stunden- oder der 24-Stunden-Dienst, ganz egal. Jeder hat doch irgendwie die Hosen voll vor dem ersten Dienst. So ging es mir auf jeden Fall auch. Und ich gebe euch jetzt mal meine 10 Tipps mit auf den Weg, wie ihr den ersten Dienst gut übersteht. Bevor wir starten, noch ein Wort vorweg, wenn euch jetzt irgendwelche bekannten Kollegen oder ältere Kollegen irgendetwas erzählen von wegen, ja, meinen ersten Dienst, den habe ich mit Bravour gemeistert, gar kein Problem, überhaupt kein Thema, locker flockig. Die hatten alle Angst, die hatten alle die Hosen voll, das geht jedem so, wenn man auf einmal da steht und die Verantwortung nachts als Arzt übernehmen muss. Also keine Panik vor der Angst, das ist ganz normal und mit den 10 Tipps jetzt kommt ihr auf jeden Fall besser über die Runden. Und der erste Tipp ist auch gleich einer der wichtigsten Tipps, etwas, was ich auch heute noch in Diensten ganz oft benutze, das gute alte Notizbuch. Und zwar nicht mit leeren Seiten, sondern natürlich mit gefüllten Seiten. Und da empfiehlt es sich wirklich, zu älteren Kollegen zu gehen, die haben mit Sicherheit auch so etwas, und da einmal durchzublättern und sich rauszupicken, was man vielleicht brauchen könnte. Denn es gibt in jeder Fachdisziplin, ob es jetzt Gynäkologie, Haut, Auge, es gibt immer so Klassiker, die nachts aufschlagen, Notfälle, die nachts aufschlagen, wo eine ganz spezielle Therapie oder Standards der Klinik etabliert sind und die man dann einfach anordnen muss. Und da lohnt es sich wirklich, so ein paar Dinge rauszuschreiben, damit man genau weiß, welches Antibiotikum, welches Schmerzmittel gebe ich in welcher Situation etc. Und da habe ich mir das auch gleich zu Herzen genommen, habe mir ein Notizbuch von einer mit der ältesten Kollegin geschnappt und habe mir da vieles, vieles abgeschrieben. Das hat mir sehr geholfen, denn ich musste nachts nicht rumforschen, rumrecherchieren, rumblättern oder auch gar den Oberarzt anrufen, was ich jetzt für eine Therapie starte, sondern hatte das schon in so einem Heftchen drin und konnte das ganz gut einfach abschreiben. Auch was in so ein Notizbuch gehört, sind Telefonnummern. Somit das Wichtigste in einer Klinik, die Telefonnummern, die einem selbst wichtig werden könnten. Ob es jetzt der Kollege ist, der eng mit einem zusammenarbeitet, bei uns Gynäkologen sind es zum Beispiel die Allgemeinchirurgen, die Urologen, die Nephrologen etc. Also da gibt es schon so ein paar Fachdisziplinen, wo man einfach viel mit zusammenarbeitet und da gehören die Telefonnummer vom diensthabenden Arzt dieser Fachabteilung einfach ganz groß in das Notizbüchlein reingeschrieben. Unter anderem natürlich auch Nummern von irgendwelchen Kollegen, von den Stationen, von der Notaufnahme, also all das, was man nachts brauchen könnte, auch hier empfiehlt es sich, einfach mal in so ein Notizbüchlein von einer älteren Kollegin, einem älteren Kollegen reinzuschauen, ob da nicht auch eine ganze Palette voller Telefonnummern drin ist. Tipp Nummer 1, Notizbuch, ganz wichtig, legt euch eins zu und füllt es gut aus vor dem ersten Dienst. Tipp Nummer 2, auch super wichtig, lernt die praktischen Basics vorher gut. Blut abnehmen, Braunüle legen, eine Pleurapunktion, ZVK legen, Ultraschall, eben was ihr so für eure Fachdisziplin auf jeden Fall in einem Dienst brauchen werdet. Es gibt nichts Unangenehmeres, als nachts den Oberarzt oder den höhergestellten Kollegen anzurufen, um zu sagen, ich kriege die Braunüle nicht gelegt, ich kriege die Blutabnahme nicht hin. Das ist etwas, was man vorher einfach super lernen kann, indem man es macht. Und dann hat man im Dienst, kommt man da auch nicht ins Schwitzen, weil man das jetzt nicht hinbekommt. Wenn es wirklich mal schwer sein sollte oder es klappt wirklich nicht, klar kann man dann immer jemanden anrufen, aber man sollte wirklich die Basics drauf haben, dass man da jetzt nicht noch ins Schwimmen kommt, weil ihr habt genug Stress und den Stress für solche Basics, den könnt ihr euch sparen, indem ihr vorher gut übt. Tipp Nummer 3, stellt euch gut mit der Pflege und auch das ist etwas, was man vor dem Dienst schon tun sollte. Die haben einfach 20 Jahre und mehr Erfahrung, man kann extrem viel von diesen Menschen lernen, die haben alles schon mal gesehen, die sind für alle Fragen offen, die haben auf die meisten Fragen auch eine Antwort. Da hilft es überhaupt nichts, als Anfängerassistenzarzt von oben herab mit denen zu sprechen, sondern es muss eigentlich eher andersrum sein, dass man an den Lippen hängt, was die einem erzählen, weil die haben alles schon mal miterlebt und können da ungemein helfen. Die haben mir teilweise wirklich die Nächte gerettet, wo ich nicht mehr wusste oder nicht mehr weiter wusste und die haben dann gesagt, mach erstmal das und dann machst du das und dann sind wir da auch fertig. Also das kann extrem helfen und da vorher schon auf jeden Fall einen Draht aufbauen zu der Pflege auf Station oder in der Notaufnahme oder wo auch immer. Extrem hilfreiche Menschen im ersten Dienst. Tipp Nummer 4 kann auch super lästig sein, wenn man das vor dem Dienst nicht drauf hat, ist das ganze Computersystem kennen. Ob es eine Aufklärung ausdrucken ist, ein Konsil anmelden, Röntgen anmelden, CT anmelden, das sind alles so Geschichten, die heutzutage alle digital über die Computersysteme laufen
Und da muss man einfach zusehen, dass man die Basics auch vorher schon gut drauf hat, dass man nicht anfängt, nachts zu gucken, wie melde ich eigentlich ein Konsil beim Kollegen an, damit der mal meine Patientin oder meinen Patienten mit anschaut. Das muss alles sitzen. Auch da hilft dieses Notizbüchlein, was wir am Anfang angesprochen haben. Kann man sich auch so ein paar Basics reinschreiben. Vor allen Dingen die ganzen Passwörter, die da so herrschen an verschiedenen Computern, muss man sich einfach gut einprägen und vorher auf jeden Fall mal mit jemandem durchgehen, der schon ein paar Dienste gemacht hat, dass man mal sagen kann, okay, was könnte so auf mich zukommen, wo gibt es manchmal Fallstricke. Bei mir waren es die ganz normalen Erythrozytenkonzentrate, die ich bestellen musste, also Bluttransfusionen. Wusste ich nicht im ersten Dienst, wie das funktioniert. Und auf einmal stand ich da, die Schwester wusste es auch nicht, weil das eine ärztliche Tätigkeit ist. Und dann kam ich schon sehr ins Rotieren und das braucht kein Mensch im ersten Dienst, sich wegen irgendwelcher Computergeschichten auch noch Sorgen zu machen. Beim Tipp Nummer 5 geht es um das leibliche Wohl in so einem Dienst. Du bist so aufgeregt und so drüber, dass du vergisst zu trinken und was zu essen zu dir zu nehmen. Das ist ganz normal, aber versuch dran zu denken, versuch dich dazu zu zwingen, vor allen Dingen was zu trinken. Flüssigkeit ist extrem wichtig, du bist super gestresst, du schwitzt vermehrt, du verbrauchst einfach sehr viel Energie und du merkst es spätestens in der Nacht, wenn die Kopfschmerzen kommen, wenn du total müde und abgeschlagen bist, dass da irgendwie ein bisschen Ressource fehlt. Versuch zwischendurch immer mal kleine Snacks zu essen. Müsli-Riegel haben mir super geholfen, weil die einfach sehr, sehr nahrhaft sind und ein sättigendes Gefühl dann in dir auslösen. Also die fettige Pizza am Abend, die würde ich erstmal vermeiden in den ersten Diensten. Müsli-Riegel, einfach trockenes Brot, irgendwie sowas, das was im Magen ist und vor allen Dingen viel trinken. Jetzt gar nicht so diese Energy-Drinks, die da ja viele im Dienst rumstehen haben, weil das pusht dich natürlich für ein paar Minuten. Du fällst danach aber ein extremes Loch und das kannst du in den ersten Diensten überhaupt nicht gebrauchen. Später mal kannst du auch mal zu einem Energy-Drink greifen, aber am Anfang sollte es wirklich nur Wasser, Cola etc. sein, nicht viel mehr, nicht viel weniger. Bleiben wir doch gleich beim leiblichen Wohl, sprechen über Tipp Nummer 6 und das betrifft den Abend oder den Tag zuvor, also vor dem Dienst. Das ist etwas, was ich auch erst lernen musste. Ich habe mich dann abends vor dem Dienst schon um 20 Uhr ins Bett gelegt, Däumchen gedreht, an die Decke gestarrt und habe mich gestresst, dass ich jetzt einschlafen muss, damit ich gut Schlaf einhole für die Nacht, die darauf folgt. Stresst euch nicht. Macht einen ganz normalen Abend, macht alles so wie immer, versucht nicht zu viel dran zu denken, dass am nächsten Tag der Dienst ansteht. Und wenn er ein bisschen später ins Bett geht, dann ist das so. Der Körper holt sich schon den Schlaf, den er braucht. Und wenn es nicht so ist, weil man aufgeregt ist und ein paar Stunden weniger schläft, dann hält das dein Körper auch aus. Der holt das schon wieder am nächst darauffolgenden Wochenende wieder auf. Dann schläfst du halt 1, 2 Stündchen länger. Versucht euch da abends überhaupt nicht zu stressen und irgendwie euch zu zwingen, jetzt ins Bett zu gehen, damit ihr viel Schlaf einholt. Das bringt überhaupt nichts und man hat nur noch mehr Stress und schläft noch später ein. Das ist kein Problem, dein Körper schafft das und der schafft das auch 2, 3 Mal hintereinander. Ist es überhaupt kein Ding, stress dich da bitte nicht. Tipp Nummer 7, musst dich selbst auch erst lernen. Das ist auch etwas, was erst relativ spät kommt, wo du so ein bisschen Gefühl für brauchst. Das ist das Priorisieren von Arbeiten, die zu tun sind in so einem Dienst. Und dann wirst du merken, wenn du in dem Dienst steckst, dann kommen alle Pflegekräfte auf dich zu und alle Patienten auf dich zu und Angehörige und wollen etwas von dir. Und diesen Filter erstmal zu lernen und einzubauen, was jetzt wichtig ist, was vorgeht und was so ein bisschen warten kann, das ist etwas, was mit der Zeit kommt. Als Grundregel kannst du dir aber merken einfach, dass alles, was mit dem Patientenwohl, dem akuten Patientenwohl zu tun hat, erstmal vorgeht. Ob es jetzt die Erstgabe der Antibiose ist oder eine Blutentnahme oder eine Pronyle oder was auch immer, das geht immer erstmal vor Dingen, die vielleicht noch zu machen sind, wie Arztbrief schreiben, irgendwelche Konsile anmelden, einen Röntgenbefund abfragen. Das sind alles Dinge, die trotzdem dir gesagt werden, wo gesagt wird, jetzt musst du aber mal hier das Röntgenbild nachfragen, was da so drauf ist. Und dann sagst du, okay, schreib es mir auf die Liste. Ich habe da immer früher so eine DIN A4-Liste auf die Station gelegt und da haben dann die ganzen Schwestern ihre Dinge draufgeschrieben und ich habe mir dann so ein bisschen die Prioritäten überlegt, was vorgeht und was noch ein bisschen warten kann. Das ist ganz wichtig. Irgendwann hast du das im Kopf und weißt das alles, aber am Anfang macht es Sinn, dir eine To-Do-Liste zu schreiben und da so ein bisschen zu unterstreichen, was jetzt wichtig ist und was ein bisschen warten kann. Denn sonst stresst du dich nur und diesen Filter, der von allen Seiten da auf dich einprescht, den brauchst du erstmal, damit du da dir auf jeden Fall erstmal überlegen kannst, das ist jetzt erstmal vorrangig wichtig. Tipp Nummer 8 halte ich auch für extrem wichtig. Lauft ruhig mal einen Dienst mit. Das heißt, schnappt euch einen erfahrenen Kollegen, der vielleicht einen Freitag einen Dienst hat und dann bleibt ihr einfach mal nach eurem normalen Feierabend ein bisschen länger da. Es muss ja nicht die ganze Nacht sein, aber vielleicht bis 22, 23 oder 0 Uhr. Und lauft einfach mal mit und schaut, wie so die Atmosphäre ist, schaut, wie die Abläufe sind, wie der so auch die Prioritäten setzt, weil das ist auch etwas, was du erst lernen musst, dass du Dinge gut priorisierst und weißt, das ist jetzt wichtig, das kommt als nächstes und das kann ich ein bisschen warten lassen.
Und da kriegt man so ein ganz gutes Gefühl schon mal. Natürlich hat man nicht so Lust, nach dem eigentlichen Feierabend noch extrem lange zu bleiben, aber das hilft ungemein, weil man schon mal die Situation erlebt hat. Und ein Freitag bietet sich einfach an, weil danach hast du ja wahrscheinlich eh noch ein freies Wochenende. Das heißt, da macht es auch nicht, wenn du mal abends bis 23 oder 0 Uhr in der Klinik bist, dann kannst du nämlich die nächsten 2 Tage nochmal ausschlafen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp und würde ich dir sehr ans Herz legen. Lauf einfach mal einen Dienst mit. Nimm dir auch mal Zeit für kleinste Pausen. Das ist ein Tipp, den ich auch erst wirklich lernen musste, denn man neigt gerade am Anfang dazu, einfach durchzuarbeiten. Und man könnte auch immer durcharbeiten, weil es ist immer irgendetwas zu tun. Aber wenn du die wichtigsten Dinge erstmal erledigt hast und danach so ein kleiner Puffer entsteht, dann nimm dir diesen Puffer und wenn es nur 5-6 Minuten sind, du einmal kurz durchatmest, die Augen zumachst und einfach mal kurz runterkommst. Bei mir war das so, ich bin immer auf Toilette gegangen, ohne dass ich musste, habe das auch so angekündigt bei der Pflege, habe gesagt, geh mal kurz auf Klo und habe dann mich auf den geschlossenen Klodeckel gesetzt, Augen zugemacht, 5-6 Atemzüge getätigt, danach Hände gewaschen, Gesicht gewaschen und bin dann rausgegangen und ich habe mich immer ein Stück weit fitter und aufnahmebereiter gefühlt. Das klingt blöd, aber nimm dir ruhig mal die kleinsten Pause. Wenn du nämlich diese 5-6 Minuten 10-mal machst in so einem Dienst, dann hast du eben auch die Stunde Pause gemacht und das bringt es wirklich extrem. Und auch wenn du denkst, ach, so eine kurze Pause, das lohnt ja auch nicht, da kann man nie mal was essen. Für mich hat es das extrem gebracht und für mich war das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Probier es einfach mal. Und den wichtigsten Tipp, Tipp Nummer 10, habe ich mir natürlich bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist der Tipp, hol dir Hilfe, wenn du sie brauchst. Du musst noch nicht alles kennen, du musst die ganzen Abläufe auch noch nicht wissen, du musst nicht alles drauf haben. Aber du musst merken, wenn du anfängst zu schwimmen, dass deine Grenze erreicht ist. Das heißt, du musst auch deine Grenzen kennen und dir dann Hilfe holen. Die Menschen, die mit dir Dienst haben, gehen ja auch davon aus, dass du mal Hilfe brauchst und dass da mal ein Anruf kommt. Und selbst wenn es in der Nacht ist und selbst wenn man den Oberarzt anrufen muss, dann ist das halt so. Du kannst noch nicht alles wissen, aber es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie mit so einem Halbwissen Dinge zu machen und nachher hat man wirklich Mist gebaut und das kommt am nächsten Tag raus und das macht man dann im nächsten Dienst und im übernächsten Dienst auch und das ist nicht gut. Dann lieber 2-3 Mal mehr gefragt, es richtig machen, es lernen vor allen Dingen und dann kommst du auch über die Dienste gut über die Runden. Das ist normal. Du brauchst einfach so einen Schwung an Erfahrung, du brauchst einen Schwung an Diensten, bis du nachts einfach viel sicherer wirst und dann auch eigene Entscheidungen treffen kannst, ohne direkt den nächsthöheren Kollegen anzurufen. Aber das braucht Zeit und die musst du dir auch nehmen. Also bitte hol dir Hilfe, wenn du sie nötig hast. Das waren meine 10 Tipps für den ersten Dienst. Ja, der erste Dienst wird kommen, aber ihr werdet ihn überleben und ihr werdet sehen, mit jedem Dienst werdet ihr sicherer. Und dann wuppt ihr das Ganze auch. Wenn euch die Tipps geholfen haben, lasst mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Ihr könnt auch gerne mal kommentieren, ob ihr noch andere Tipps habt. Verewigt quasi für die Nachwelt und die, die nach euch den ersten Dienst haben. Ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Bis bald und viel Spaß beim Dienst haben. Ciao.